Hallo und ein schnurriges Willkommen zu Kitty Plays the Dig. Ja, ich habe neue Kopfhörer auf. Es ist ein neuer Tag, nämlich der Virtual Confuzzle Sonntag. Für mich keine interessanten Events bis später, also nehme ich wieder etwas auf. Und die Events, die ich gestern verpasst habe, habe ich aufgenommen und werde mir später auch noch etwas davon angucken. So, wir hatten den vierten Stab gefunden, wobei ich mich nicht mehr erinnern kann, welcher das war. Das heißt, wir werden uns alle vier angucken müssen. Hatten die dritte von vier Platten hier gefunden, die diese Tür öffnen, und wollten die letzte von den vier Stabtüren aufmachen. Das ist eben jene hier. Und wir werden merken, dass das sollte nicht funktionieren. Wir gucken nochmal hier. Da kann ich mich ziemlich gut erinnern, das haben wir schon gemacht. Das sieht man hier auch, es ist noch eingestellt vom. Das war der erste Stab, den wir gekriegt haben. Ich probiere die jetzt trotzdem mal aus. Ich kann mich einfach nicht mehr erinnern. Obwohl das jetzt gestern und vorgestern zum Großteil war. Aber ist halt so. So, dafür höre ich mich selbst jetzt mit den Nicht-Noise-Canceling-Kopfhörern auch besser. Das macht mir das Sprechen einfacher. Nur sind die halt kabelgebunden und das ist nicht so schön. So, ich glaube, es war das oder das ganz komplexe in Grün. So. Kommen wir mal rein. Das ganz komplexe in Rot und den grünen Büffel haben wir ja schon. So, kann mich noch erinnern, ich hatte gestern die Geschichte erzählt. Okay, das funktioniert nicht. Es kann gut sein, dass es der grüne Stab ist. Ich gucke mir mal an den grünen und gucke mal, ob ich. Ich glaube, es ist der grüne Stab. Also blaues Dreieck. Das ist ja jetzt gar nicht mal so schlimm, weil das blaue Dreieck haben wir ja hier. Dann ist es das blaue. Jetzt ist die Frage, ist es das oder das nächste? Das ist das, was wir gerade haben. Das grüne Dreieck und. Das hier. Warum hat es nicht funktioniert? So, und da merkt also auch schon unser Freund Boston Low oder unser Charakter Boston Low, dass das so nicht will. Und ich spiele mal ein bisschen hier im Licht rum. Ich finde das immer so doof, dass das standardmäßig so kaltes Licht ist. So, jetzt sehe ich ein bisschen lebendiger aus, ein bisschen rötlichere Haut, weil das Licht etwas rötlicher wird. Das war nicht das, was ich wollte. Vielleicht stimmt die Kombination, aber irgendwas mit der Kontrolltafel ist nicht in Ordnung. Und hier weist er uns. Vielleicht bekommt es keine Energie. Das, was ich schon gesagt habe, dass irgendwie der Strom fehlt. Es bekommt keine Energie. Nun, hier sind Funken, die gucken uns auch nochmal an. Als der Felsen von der Decke gestürzt ist, muss er eine Energieleitung im Boden getroffen haben. Okay, wenn ich damit interagieren will, passiert das Gleiche. Wie gesagt, ich kann mich erinnern, ich muss das Kabel irgendwie mit der Tür verwenden. Irgendwie muss ich die Kette damit unter Strom setzen. Das Überbrückungskabel immer zuerst an der leeren Batterie anbringen. Genau, connect the jumper cable to the empty battery first, sagt er im Englischen. Und das ist tatsächlich ein Satz, den ich mir gemerkt habe und den ich auch gern immer wieder zitiere. So, holen wir es mal an der Klappe. Ich kann es nirgends befestigen. Vielleicht an der Tür. Das bringt nichts. Okay, was ist, wenn wir irgendwie diese Klappe öffnen wollen? Ich kann diese beiden Sachen nicht zusammen verwenden. Ist ja schon interessant, dass es Klappe heißt. Ich glaube, so heißt es auch bei allen. Ich würde mir das gerne mal von innen ansehen, um herauszufinden, was die Korrosion angerichtet hat. Also hier sagt er dann auch, weist auch darauf hin, er möchte das gerne, dass ich das aufmache. Mit der Platte draufhauen. Ich kann diese beiden Sachen nicht zusammen verwenden. Das ist halt schade, ne? Das sind diese Standard-Adventure-Antworten, wenn du das wird nichts bewirken. Die falsche Kombination von Items verwendest. Das Gerät ist kein Benutzen mit. Vielleicht den Stab selbst. Ich sehe mir besser mal den Stab mit der Kombination an, wenn es der richtige Schlüssel für diese Tür ist. Recht. Warum habe ich eigentlich den Brustkorb? Das bringt nichts. Ich meine, warum habe ich den Brustkorb noch mitgenommen?
goldenes Zepter eben nicht gesehen und wollte sagen, warum habe ich das silberne Zepter mitgenommen? Und das wird nichts bewirken. Das ist jetzt also wieder das. Das wird nichts bewirken. Das Gefühl, mir fehlt was. Ich werde aber trotzdem mal hergehen und Mama fragen. Komm, Maggie. Robbins, hier ist Lou. Hören Sie mich? Robbins hier, ich höre Sie. Ist tatsächlich nichts, nichts Neues außer dieser Platte dazugekommen. Ich wünschte, ich könnte die Inschrift lesen. Da steht bestimmt etwas sehr Wichtiges. Lassen Sie mich erstmal die Sprache hier lernen. Ich werde mir Ihre Inschrift bei Gelegenheit mal anschauen. Ja, das ist sehr vernünftig. Danke. Gut, okay, Mama weiß nichts. Brink können wir eh vergessen. Dem brauchen wir gar nichts zu fragen. Okay. Dann würde ich sagen, gucken wir nochmal durch alle Inseln durch, ob wir was vergessen haben. Fangen wir mal mit dem Museum an. Da kann ich jetzt gerade nicht doppelklicken. Aus welchem Grund auch immer. Hier kann ich aber mit Escape alles überspringen und gehen wir mal hier durch die erste Tür. Hier sind auch ne, diese ganzen Spikes, die hier so rein zeigen, das sieht ja schon so sehr wenig willkommen verheißend aus. Auch hier, das scheint irgendwie Haut, also Leder zu sein. Und dann hier diese Kristalle. Also ich finde, dass da der Begriff Lebenskristalle nicht unbedingt passend ist. Wir haben auch noch 4 Stück, also brauchen wir keine. Hier ist eine zerstörte Tür. Ich weiß gar nicht, ob ich die jemals angeguckt habe. Ich finde es schade, dass hier, das sieht ja aus wie ein Gesicht. Also da hätten sie, keine Ahnung, drauf eingehen können nochmal. Nichts könnte diese Tür öffnen. Also einfach nur ein roter Hering. Gehen wir mal raus. Kommen wir nochmal hier mit Wasser. Beziehungsweise in der Höhle. Also springen wir mal die schöne Sprunganimation und schauen mal, hier ist das Wasser. Das schöne Plätschern ist weg. Moment, ich guck mal eben, habe ich die... Nein, die Soundeffekte sind an. Okay. So. Jetzt hört man auch das Gluggern vom Wasser. Das Plätschern von dem Bach, was man früher hatte, ist nicht mehr da. Schade. Nee, hier ist auch nichts. Das war ja auch nur noch zum Angucken und die schöne Aussicht bewundern. Da haben wir wieder das Plätschern. Das ist einfach sehr schön, sehr entspannend. Das wäre jetzt hier tatsächlich ein Ort, also wenn das jetzt so ein Erlebnisbad zum Beispiel, was so eine Höhle hätte, wo man so reintauchen kann mit Belüftung und sowas, das wäre wirklich ein Ort, da würde ich mich wahrscheinlich ewig drin aufhalten, weil es einfach nur so schön und entspannend ist. Da könnten sie eigentlich so Liegen hinstellen, wo man sich hinlegen kann. Und dann natürlich irgendwie eine versteckte Tür, durch die man dann auch wieder im schlimmsten Fall raus kann, wenn man nicht durchs Wasser gehen kann oder möchte. Oder wenn etwas passiert. So, wir haben bei uns tatsächlich ein Schwimmbad. Das hatte sich benannt, das hieß Atlantis. Und die haben auch immer noch innen drin die so als Stil so versunkene Kultur, versunkene Stadt. Also da sind so ein paar Höhlen und so Sachen drin. Die mussten den Namen ändern, weil Atlantis ist auch der Name von einem FKK-Club in Frankfurt. Von daher, ja, ungünstig. Gehört jetzt zu Montemare. Haben aber innen das Design noch geändert. Ich glaube, irgendwo innen in irgendeinem Ding steht auch noch, weil das so 3D quasi in den künstlichen Fels reingemacht war, steht irgendwo noch Atlantis sogar. Aber das ist halt nicht mehr der Name des Schwimmbads. So, hier ist das die Linse. Interessanterweise hat auch dieses seltsame Gerät, die Lichtbrücke, eine Klappe. Kann ich das hier aufmachen? Ich kann sie nicht öffnen. Nein. Kann ich vielleicht irgendeinem anderen Insel die Lichtbrücke öffnen? Es würde mich ja nicht wundern, wenn ich sie im letzten Teil öffnen muss. So, die Displays gucke ich mir nicht nochmal an. Ja, jetzt läuft er zu Maggie. Ja? Ich will mit dir gar nicht reden. Ich will gucken, was hier sonst noch so ist. Ich habe beschlossen, dass das hier eine Kontrollkonsole für ein Datenempfangssystem ist.
Wenn ich die Konsole benutze, erscheinen unterschiedliche Inschriften. Manchmal auch unterschiedliche Sprachen. Wenn unsere dabei auftaucht, werde ich Ihnen Bescheid geben. Also, ich habe eben die Maus bewegt, um herauszufinden, ob hier noch irgendwelche Hotspots sind. Aber tatsächlich ist da nur die Konsole und Maggie. Gut. Dann gehen wir wieder raus. Gehen wir mal über die Lichtbrücke zur nächsten Insel. Also bei der Museumsinsel gucken wir. Bei der Planetariumsinsel. Gucken wir, ob wir die Klappe öffnen können. Ich kann sie nicht öffnen. Gut. Hier war ja der sein netter Freund. Gucken wir nochmal bei dem rein. Den schließe ich. Er hat den Armreif ja noch, ne? Es zeigt nach rechts. Und jetzt? Es zeigt nach rechts. Das fließt nicht mehr weiter. Das habe ich mir aber schon gedacht. Jetzt haben wir also das Planetarium. Wir erinnern uns den Ries, da ja sich die Rechtschreibung verändert hat, seitdem sie wurde ja vereinfacht, seitdem das Spiel hier gemacht wurde, hat sie an die Ausspracheregelungen angepasst und hat gesagt, die generelle Ausspracheregel ist ja kurzer Vokal. Vokal wird kurz gesprochen, wenn man einen doppelten Konsonanten hat, also wird ein scharfes S mit Doppel-S geschrieben, wenn der Vokal kurz gesprochen wird. Quasi der Umkehrschluss ist jetzt auch gültig. Ja, eigentlich Sinn. So, hier ist nicht das, was hier sein sollte. Hier ist zwar auch noch ein Spalt, aber mit dem kann ich jetzt gerade nichts machen. Hier ist auch wieder ein Gesicht. Ein schöner, auch sehr schöner Wasserfall. Also mal Planetariumsinsel. Das ist die Insel, die uns noch fehlt. Achso, hier fehlen uns sogar noch zwei Inseln, sehe ich gerade. Also vier Dinge haben wir. Vier Türen haben wir, das fünfte wird wahrscheinlich durch die letzte Platte geöffnet. So, dann gucken wir mal nochmal bei. Hier geht's ja zu Brink. Und zu den Fledermaus-Kreaturen, die auch irgendwie nur ein bisschen rumfliegen, aber ich war mir sicher letztes Mal, dass die was fallen lassen. Gucken wir nochmal, vielleicht können wir ja Brink für die Platte interessieren, vielleicht. Hält ihr die letzte Information, die ihr braucht. Ich spreche ihn einfach mal. Ich nerv ihn mal. Brink nerven ist immer gut, ich kann ihn nicht ausstehen, also. Mit ihrer neu erworbenen Brillanz können Sie sich doch sicher einen Reim darauf machen, Brink. Ich habe keine Zeit, jedes Stück Unrat zu analysieren, das Sie finden und mit sich herumschleppen, Commander. Also er ist nicht viel anders als vorher. Und hier ist auch nichts. Weil das sieht hier aus wie eine Treppe, ne? Als wenn man hier hochgehen könnte. So, dann wollen wir nochmal hier zurück. Und wenn man hier hingeht, kommt man wieder zu der Gruft. Und hier war eine Statue. Ich habe das Licht schon angemacht. Das ist schade. Ich gehe mal zu der Statue. Das ist schade. Ich hätte jetzt gern gewusst, wie das ausschaut. Oh. Hoffentlich schmeißt man mich nicht raus, weil ich die Exponate beschädige. Ups. Okay, also wir sind doch an der Stelle, wo ich dachte, dass wir rauskommen. Denn ich würde mal sagen, wir nehmen jetzt den Platz der Statue ein. Brink, das macht ihr. Wir müssen den Hotspot finden für das Podest. Ganz schön viel Aufwand für eine Grabkammer. Dieses Relikt muss ziemlich wichtig gewesen sein. Auf zur Juckennase. Ja, was auch. Und ganz schön viel Aufwand für eine Grabkammer. Der guckt sich das nur an. Dieses Relikt muss ziemlich. Damit komme ich nicht weiter. Was passiert, wenn ich den Stab hier wegnehme, dann müsste doch das Podest verschwinden in dem Moment. Der ist verklemmt. Ja, jetzt. Genau. Ich bekomme ihn nicht raus. Jetzt, wo das Podest da ist, darf ich natürlich den Stab nicht wegnehmen, weil ich ja meinen Fortschritt damit rückgängig machen würde. Jetzt haben wir eine dezente Beleuchtung. Okay, das ist natürlich jetzt
sehr komisch, weil ich bin mir ziemlich sicher, dass das jetzt doch genau die Stelle ist, die ich dachte. Und dass wir, wenn wir auf das Podest gehen, das ist ein Aufzug, dass wir dann nach unten gefahren werden, da wo das Podest herkommt. Und dann weiterkommen. Ganz schön viel, aber, ganz schön viel Aufwand für eine Grabkammer. Ich kann es noch nicht abbrechen. Dieses Relikt muss ziemlich ganz schön viel Aufwand für eine Grabkammer. Dieses Relikt muss ziemlich wichtig gewesen sein. Ich kann das Oberlicht nicht wieder dreckig machen. Ich kann diese beiden Sachen nicht zusammen verwenden. Wir reiben alles gegen alles. Das bringt nichts. Gut, das Podest wieder zu leben. Wieder zu das leben, bringt wäre nichts. Auch keinen Sinn, wäre auch keinen Sinn gemacht. Das bringt nichts. Das Zepter hat uns schließlich geholfen. Das wird nichts bewirken. Die Schaufel hat mir, glaub, damit komme ich nicht weiter. Das bringt nichts. Die Kieferblume weiß ich nicht. Das wird nichts bewirken. Und damit haben wir auch schon alles. Es kann natürlich genauso gut sein, dass wir jetzt auf einmal hier den hier machen Robbins, können. Robbins, hier ist Lowe. Hören Sie mich? Hier ist Robbins. Ich bin sehr ungeduldig geworden. Schon in Ordnung. Ist nicht hier in der Liste drin. Kein neues Gesprächsthema. Steigt da auch nicht rauf. Gut, gehen wir mal raus. Gehen wir nochmal weiter. Jetzt wieder auf die Lichtbrücke gehen. Dann müssten das, ne, die drei Inseln gewesen sein. Hier sind wir wieder, genau. Hier ist die Planetärungsinsel, haben wir eben Museumsinsel, haben wir ausprobiert, die Kraftinsel. Also nichts Neues. Und bei der Kristallform gibt es auch nichts Neues. Die mag vielleicht etwas mehr Substanz bekommen haben als das letzte Mal. Das kann sein, dass sie, ne, etwas undurchsichtiger geworden ist. Etwas mehr. Ja, das sieht ja aus wie so eine galertartige Masse. Ich kann sie mal angucken nochmal. Der was sagt dazu. Man kann kaum etwas sehen. Ich glaube, ich kann eine Form erkennen. Da lang zu laufen sieht nicht besonders sicher aus. Da lang zu laufen sieht nicht besonders sicher aus. Dann gehen wir mal wieder zurück. Also ganz ehrlich, ich bin mir sicher, dass wir hier in der Luftinsel weiter müssen. Ich bin nur zu doof rauszufinden. Ja, hier war nochmal der Stab, das ist nochmal die Inschrift. Das hier war also das Zepter, die Zepter, die wir verwendet haben. Und hier die beiden Monde, die man sehen muss. Das war das, was wir letztes Mal oder vorhin gesehen haben. Achso, stimmt. Ich wollte ja bei den Lichtbrücken gucken. Ich kann sie nicht öffnen. Also auch hier kriegt man die Klappe der Lichtbrücke nicht auf. Ist das ein Knopf? Nee, das ist die Linse. Justieren kann ich die mit Sicherheit auch nicht. Das ist die Linse, die ich freigelegt habe. Ehrlich, das ist jetzt echt eine blöde Situation. Dass ich nicht genau weiß, was ich machen muss. Ich habe wirklich alles aus, so wie ich mich kann. Und nochmal die Stäbe ausprobieren mit dem Podest, aber das wird auch nichts tun. Ich kann diese beiden Sachen nicht zusammen verwenden. Ich kann diese beiden Sachen nicht zusammen verwenden. Das bringt nichts. Das ist so diese Standardantwort. Das bringt nichts. Wäre aber auch jetzt sehr komisch. Das wird nichts bewirken. Funktioniert. Einer von den Stäben auf einmal. Was hat denn das Gerätchen hier? Hier ist ein Signal, aber ich bekomme nichts rein. Das ist was Ähnliches. Werden wir in Indiana Jones und das Schicksal von Atlantis nochmal sehen. Da haben wir nämlich dann in einem der Wege einen Bernsteinfisch, der uns den Weg weist. Auf einmal bin ich ein wenig schläfrig. So. Das Kruppfahrt. Der geht jetzt nur zurück zur Basis, wo es nur die zurück zur Bahn geht. Oder habe ich hier vielleicht was vergessen? Also hier geht es zum Plateau und hier geht es zur Bahn.
wirklich sehr schön. Wenn ich nämlich zur Bahn gehe, da ist auch nichts außer diesem Stück. Gehen wir also nochmal auf die anderen Inseln. Ist hier noch irgendwie was außer der Bahn? Sieht nicht so aus. Hey, ich habe die. Vielleicht passiert ja was, wenn ich Brink anbiete, einen von diesen. Das wird er wahrscheinlich nicht tun wollen, aber. Kannst du mal probieren, Brink anzubieten, einen von den Kristallen zu geben. Vielleicht kann ich ihn ja damit überreden, irgendwas zu machen oder. Der war auf der Gruftinsel, genau hinter der Gruft. Die bewegen sich ein bisschen wie ein Blatt, ne? Das ist. Ich kann es nochmal probieren. Fies zu den Fledermäusen. Ich bin mir sicher, dass das hier auch irgendwas gebracht hat, wenn man das macht. Fliegen wir alle weg. Ich bin mir sicher, da fällt dann irgendwas runter. Könnte man hier noch. Ziemlich lustig, diese Fledermausdinger zu erschrecken und herumfliegen zu lassen. War mir klar, dass dir das Spaß macht. Ich dachte, jetzt steht mit Felsen. Damit komme ich nicht dran. Damit komme ich nicht dran. Da. Damit komme ich nicht dran. Gut, wahrscheinlich kommt er nur mit dem Licht dran und das ist genau die Emotion, die wir hatten. Ich hatte jetzt überlegt, ob man damit eine fangen kann. Falls ich so hin und her wackele, übrigens, ich rutsche auf meiner Sitzbank hier vor und zurück. Das könnte wirklich eine schlechte Idee sein. Ja, könnte es. Es ist mir bei Brinkum so ziemlich egal. Ich kann diese beiden Sachen nicht zusammen. Mit ihrer neu erworbenen Brillanz können Sie sich doch sicher einen Reim darauf machen, Brink. Ich habe keine Zeit, jedes Stück Unrat zu analysieren, das Sie finden und mit sich herumschleppen, Commander. Dinger gehen zu müssen. Aber dem nochmal mit der Schaufel ans reine Herz versucht. So ein primitives archäologisches Werkzeug. Ja, ich will es auch hier über die. Die Schaufel ist hier nutzlos. Eigentlich kann ich sagen, was ich will, ne? Ich muss ja nicht irgendwie werbefreundlich sein. Auf der anderen Seite sagt man sowas nicht. Ich wollte auch nur das Inventar sortieren. So. Und die haben wir schon. Geöffnet. Ich weiß nämlich für einen Fakt, I know for a fact, dass die Kombination nur an einer Stelle benötigt werden. Hier, da ist noch eine Kombination, die brauchen wir noch. Hier sieht man auch schon in der Vorschau, das ist ein Symbol mehr. Kann ich das hier anzeigen? Das brauchen wir später im Spiel. Das ist ein Stab mit einer Gravur. Gravur will ich fünf das ja nicht geometrische nehmen. Formen. Aber er sagt nochmal, dass es fünf sind. Irgendwo kann ich dann später mir die auch angucken, weil ich die Kombination brauche. Oder er gibt die Kombination ein welchen Stab mit dem Schutz. Gut. Ich habe gerade eben nochmal geguckt, ob ich nicht noch eine von den Steinplatten im Inventar habe und einfach zu doof war, die einzusetzen. Gut, dann. Schade, dass man hier nicht den Lichtweg nach unten nehmen kann. Muss ich gerade mal gähnen. Das hier erinnert mich auch an eine Stelle von Indiana Jones und das Schicksal von Atlantis irgendwie.
Obwohl bei Atlantis hier eine Statue steht und nicht so ein komisches. Das sieht ein bisschen aus wie ein Aufzug für mich. Nun gut. Also zurück zur Bahn. Zurück in den Nexus. Hier, ob ich einfach irgendwas übersehen habe. Ob ich in die Richtung laufe? Nein, habe ich nicht. Da haben wir eben die Folge angefangen. Nimmt ihr vielleicht noch was aus den Jetpacks raus? Hm. Kann ich da vielleicht. Das wird nichts bewirken. Das bringt nichts. Aber ich würde ja auch erwarten, dass ich die Jetpacks noch. Brauche. Kleines Loch. Mhm. Ja, weil wenn wir zurückfliegen, hier war eigentlich nichts mehr, das Graf war auch schon eine Schuttrampe, hatten wir auch schon. Die haben wir ja schon in den Armreif rausgeholt. Nichts außer Dreck. Ich denke, dass das ist immer so eine typische Übersetzung, dass man Dirt mit Dreck übersetzt, weil eigentlich heißt es Erde, ne? Und wenn etwas, also es passt auch, wenn etwas dirty ist, ist es zwar dreckig, aber das kommt höchstwahrscheinlich davon, dass es voll mit Erde ist. Was eben früher das war, was auf dem Boden gelegen hat. Wovor man irgendwie die Straßen, richtige Straßen hatte, die nicht einfach nur eben aus plattgestampfter Erde waren. Ich würde sagen, ich mache hier mal Schluss und schau mal eben nach, was ich übersehen habe. Ich lese mich mal eben schnell wieder ein. Und in der nächsten Folge zeige ich euch dann, wo ich zu blöd war. Wahrscheinlich habe ich irgendeine Kleinigkeit übersehen. Also, ich würde sagen, ich schneide jetzt oder ich übergebe jetzt die Bühne an den Würfel und sage für heute Ciao, miau.